Okay, also bis zu 100. Gibt eine Möglichkeit, das auch noch zu verlängern. Später kümmern wir uns noch drum. Achso, das hatten wir noch nicht. Ich kann auch keine Schampattacke, oder? Nee. Ah, gut, komme ich später hinein zurück. Bevor wir hier fertig sind. Gut, nächste Aufgabe, die wir gleich machen wollen, ist Konga zu besiegen. Ah, na, warum bin ich runtergefallen, verdammt. Ich wusste doch, dass sowas passieren wird. Ey, sag mal. Okay, also. Dreimal auf Konga schießen bringt uns ein nächstes Puzzleteil ein. Und dann mault der rum wie so ein alter Esel. Gut, aber nichtsdestotrotz bekommen wir unser nächstes Puzzleteil. Aber ich habe mir gedacht, wir spielen jetzt einfach so drauf los, warum nicht? Keine bestimmte Reihenfolge, wie ich was machen will. Das hat früher bei meinem alten Stil, das hat viel zu sehr aufgehalten. Wenn ich mal auch daran denke, ich habe viel zu lange auch teilweise bei Donkey Kong 64 gebraucht. Ist ja gut. Ja, die Kamera muss nur mal mitkommen, jetzt noch zur Pfosten. Warum ist aggressiv hier? Ah, hier haben wir einen Baron geschwommen, da hat mich nämlich abgeworfen. Der Heini. Gut, ja, wir brauchen einen Move, damit wir an steilen Wänden entlang, an steilen Hängen entlang gehen können. So wie Lanky in seinem Handstand springt. Genau. Hut 2, 3, 4. Schöner Rhythmus, den ihr da könnt, Jungs. Ihr solltet echt damit zum nächsten Casting von irgendwelchen Popstar-Wannabes gehen oder so. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen einen Huckepacklauf. Okay, finally, diesen Move auf zum nächsten Puzzleteil. War ganz einfach, wir gehen zu dieser etwas sehr anachronistischen Nachbildung von Stonehenge. Das ist bestimmt Dinkelberg gegengelaufen, den Quatsch, das war Kirak. Und hat alles über den Haufen geschmissen. Aber nichtsdestotrotz können wir jetzt hier rumlaufen. Was mich nur ein bisschen am Huckepacklauf stört, so sinnvoll der auch ist. Bitte, was macht Kazooie da für Geräusche? Egal. Nächste Jinjo gefunden. Ich sagte ja 5 Stück davon. Pro Level. Hier gibt es zum Glück noch so eine kleine Anordnung. Ich nehme schon wieder, zu viel weg von Banjo-Tooie. Der Teil, den ich ja bevorzuge. Aber zu Banjo-Tooie kommen wir noch. Da werde ich auf jeden Fall auch länger brauchen. Weil, wie gesagt, das Spiel ist relativ lang. Im Vergleich zu Kazooie. Schätzungsweise sind wir mit dem Hour of Derby Power mit Kazooie vielleicht irgendwo so zwischen 20 und 30 Parts schon durch. Je nachdem, wie ich die Videos zurechtschneide. Aber ich schätze sowas in dem Dreh. Von daher wird es auch relativ schnell gehen. Aber ich dachte mir, komm, das ist einer der Spiele sein, bei dem ich dann auf jeden Fall so Sprecherrollen wieder reinhaue. Werde ich vielleicht mal auch wieder öfter machen. Auf jeden Fall, wenn ich so Fire Emblem oder so bringe, weil da quatschen die ja nur die ganze Zeit drumherum. So, wir haben alle Moves in dieser Welt geschafft. Bottles hat uns ja freundlicherweise am Anfang verraten, dass es 3 Stück gibt. Ja. Da gab es mal früher einen Let's Player, der hieß BaxFans, wenn ich den Namen richtig genannt habe. Der hat an der Stelle immer gesagt, ich kann pokern, weil es sich so anhört. Den gibt es glaube ich auch nicht mehr. Haben viele aufgehört. Aber nun ja, that's life. So. Ah, wir sammeln aber schon gut unsere. Was?
wusste gar nicht mehr, dass da so ein Neandertaler drin war. Irgendwo, meine ich, wäre nämlich hier ein Puzzleteil drin versteckt. Wir sammeln noch Melonen. Ah, hier ist auch der letzte Jinjo. Ich sagte ja, haben wir alle fünf, gibt's ein Puzzleteil. Das ist halt auch eine der Aufgaben. Ja, ihr könnt es einfach so sehen, dass, als wäre es eine Aufgabe. Allerdings haben wir ein bisschen freie Entscheidungsgewalt darüber, was wir machen wollen. Was willst du? Hm? Ich kann gar nicht was zum Henker. Ich bin ein Adler, oder auch nicht. So. Ah, ich wusste doch, hier ist ein Puzzleteil. Seht ihr, wir waren relativ flott schon unterwegs. Wir haben bald schon alle Aufgaben abgeschlossen. Dieses Puzzleteil war ja eigentlich ein Witz, aber gut. Das ist halt das Einstiegslevel. Das wird schon noch schwerer. Keine Panik. Na, warte mal. Das hier ist Totem von Mumbo. Juju. Ich muss es füttern. Jetzt wird er immer schneller. Da lobe ich mir eigentlich von Banjo-Tooie die Zielvorrichtung. Kann ich jetzt schon da hoch? Nein, okay. Die wir da bekommen. Springen wir erstmal hoch. Wer versehentlich das hier wegschießt, einfach irgendwo rausgehen, wieder reingehen, dann ist der respawned. Spätestens wenn man Level verlässt oder wieder kommt, müsste das auch okay sein. Man kann auch hier in der Übersicht mal kurz gucken. Ich glaube, es gibt zwei leere Honigwaben in diesem Level. Jawohl, ja. Das heißt, eine haben wir schon. Ich glaube, die zweite ist entweder hier oder die ist in einem Termitenbau. Egal, sehen wir da auch noch. So, damit haben wir nur eine einzige Aufgabe vor uns. Und dann sind wir hier schon fertig. Fertig, ich mach dich schon fertig. Kollege. Aber ich sammle jetzt trotzdem mal unterwegs noch die Noten ein. Das wäre viel zu mühselige Arbeit, auf die ich eigentlich keinen Nerven und auch keine Zeit mehr habe. Werde ich ein bisschen mehr Zeit für sowas, aber ne. Wenn ich sowas zusammengeschnitten habe. Warum nicht einfach so drauf losspielen? Irgendwo müsste noch die leere Honigwabe sein. Da kümmern wir uns auch drum. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu diesen Plateaus. Hey, was willst du? Soll ich Red Ball nehmen oder Big Ball oder was? Weil wir nämlich jetzt erst die Stampfattacke ja haben. Wie ihr wisst, ich habe hier oben was vergessen zu erledigen. Dann müsste ich noch gucken, dass ich irgendwoher noch einen Mumbo-Schädel bekomme. Ich meine, ich brauche nämlich 5. Für die nächste Aufgabe. Habt ihr gesehen, diese Silberdinger, die wir da schon eingebaut haben? So, was wir hier aktivieren, ist der Hexenschalter. Der aktiviert in der Oberwelt wieder ein weiteres Puzzleteil. Jede Welt hat einen Hexenschalter. Deswegen nicht vergessen, nach so einem Ausschau zu halten. Ein paar sind einfach zu finden, so wie der. Ein paar sind gut versteckt. Genau. Sui ist auch schon gut drauf. Denn wir gehen jetzt erstmal in den Termitenbau, wie ich sagte. Ich will da drin nämlich erstmal gucken. Genau. Ob es da noch was zu holen gibt. Na, da ist nämlich ein Mumbo-Schädel. Den brauche ich. So, leider sind diese Hänge nämlich zu steil, als dass die Vogeldame da hochgehen könnte. Deswegen holen wir uns jetzt eine Fertigkeit, um das zu bewerkstelligen. Ja, wir lernen jetzt den schon oft erwähnten Mumbo kennen. Wie Copperfield. Also wir sehen immer anhand von seinem Aushängeschildchen, wie viele Schädel wir mitbringen müssen. Mumbo führt mir leider nicht in jedem Level an. Mal da hoch, ich will gucken, ob ich... Ja, ich will mein Eiervorrat auffüllen, wie das klingt. Würdest du jetzt da hochspringen, bitte? Danke. So. Ja, wenn man bei Mumbo ist, nicht vergessen, nach oben zu gehen. Da findet man auch immer was Nützliches. Dann lass uns doch mal verwandeln. Wenn man ihn ein bisschen trollt, dann verarscht einen mit der Waschmaschine oder T-Rex.
Ah, die Verwarnung ist kostenlos. Sehr gut. Ja, Anspielungen eigentlich auch an Banjo-Tooie sind da vorhanden. Jetzt sind wir als Banjo-Termite unterwegs. War hier hinten noch was? Nee, okay. Also ein paar Kleinigkeiten sind es, die mir ab und zu mal nicht mehr so ganz schlüssig sind, aber das ist ja kein Problem. Ich bin ja derjenige, der entscheidet, was wir machen, was wir nicht machen, wie lange das Let's Play geht. Und ihr müsst zuschauen. Okay, ich bin jetzt also eine Termite. Eine Miniatur-Termite. Und dann begeben wir uns halt hier weiter hoch. In Tickets Bau. Dabei fehlt mir natürlich auch die letzte Note. Jetzt fehlt mir eigentlich nur die leere Honigwabe. Nein! Warum fällst du runter? Was soll das? Weil die Kamera mal wieder mir hier so einen Streich spielt. Wir kennen uns ja seit eh und je. Die Kamera ist des Spielers größter Feind. Aber wie ihr seht, haben wir halt schon so ziemlich alles abgeschlossen. Ich meine sogar, dass die letzte Honigwabe hier... Ach nee, das ist ein extra Leben, wie hier war. Dann muss ich mal gucken, wo ich die ausgelassen habe. Wie dem auch sei. Wow, das habe ich jetzt auch mal gebracht. Das war das letzte Puzzleteil. Hier war nichts. Ich vermute, ich habe es vielleicht unter Wasser gelassen. Ich bin echt dämlich, dass ich nicht weiß, wo das Puzzleteil... Wo diese Honigschwabe ist. Ansonsten hole ich die mir einfach. Na, nimm mal. Ich hab's echt vergessen, das gibt's doch nicht. Oh, damit kommt's noch. Hab ich vielleicht doch auf einen dieser Bäume vergessen? Na, egal. Wir gehen jetzt erstmal hinaus. Und kümmern uns erstmal um die Aufgabe, die hier noch ansteht. Was? Ich habe doch alle 100 Noten gesammelt. Was willst du denn, Bottles? Egal. Geh mir hier hoch. Hol uns dieses nächste Puzzleteil. Ja doch, gehen wir erstmal zurück. Ich gehe jetzt gucken, wo ich diese Honigschale vergessen habe. Ich bin sicher über einen Baum, oder? Ach, ich sehe es gerade. Ja. Meine eigene Dämlichkeit. Dafür brauchen wir aber auch die Termite. Wie ihr sehen könnt, sind die Noten resettet. Aber brauchen wir nicht einsammeln. Facepalm-Moment. Egal. So, wir haben Welt 1 komplett abgeschlossen. Zu 100%. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Ich hätte eben gut Zeit sparen können, wenn ich Idiot nicht drumherum gelaufen wäre, aber egal. Gehen wir also wieder raus. Und ab zur nächsten Hütte oder so. Ja, dann ist der Zauber kaputt. Ah ja, ein kleiner Gimmick. Jedes Mal, wenn wir eine Welt betreten haben, ist ein Gegner aus dieser jeweiligen Welt in der Lobby davor. Ich ziehe in dieser Lobby auch Glopper, wirfe mein Arschloch hier. Ja, komm schon, Bumbo, das hast du eben auch gesagt. Ich war nämlich zu faul, mich zurück zu verwandeln. Aber so geht's ja auch. Gut. Grunty. Ein Achtel haben wir schon geschafft. Ja, ja, Banjo-Kazooie, Zeiten an den Noten sammeln noch Herausforderungen und Challenge war. Das wurde ja etwas ab. Davon wurde sich etwas abgekehrt.